Freunde, und willkommen zurück zu... Wir ziehen... Ja, ist sogar ziemlich gut. Halt mal die Hand. Zurück zu Magic Duels, wo wir in der letzten Folge gegen Emrakul verloren haben. Und das wollen wir heute natürlich wieder gut machen. Ja, wir werden gleich ein bisschen was von unserem Deck ausdünnen, aber das kennen wir ja schon. Jace direkt zu Anfang auf der Hand. Hätte ich jetzt noch Linianas Alt, wäre das cool. Aber erstmal bringen wir den kreischenden Skarb aufs Feld. So, wir haben natürlich Krypto-Knacker und Leichenfischerin. Praktisch. Emrakuls Evangelist. Opfere den und eine beliebige Anzahl anderer Nicht-Eldrasi-Kreaturen und wähle auf diese Weise geopferte Kreatur einen 3-2 farblosen Eldrasi-Schrecken ins Spiel. I. Das kann tierisch fies eskalieren. Dann haben wir noch Liliana. Auf 1-1 runter, das Problem ist der Twitch-Teil und sonst gab trotzdem. Machen wir es mal trotzdem. Aber wir machen es ein bisschen anders. Nämlich greifen wir an. Wenn er blocken würde, dann würde er halt trotzdem sterben einfach. So. So. Dann wird er uns nämlich gleich auch einfach nicht mehr so viel Schaden machen. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Das Problem ist... Das müssen wir es mal so machen. Weil wir müssen natürlich Liliana verstärken. Weil wir uns jetzt nicht mehr auf Jace verlassen können. Ich bin richtig begeistert. Das mal gerade noch so. Ich weiß, Liliana geht auf 1 runter, aber Liliana lebt noch, das ist wichtig. Na toll. Warum kommen so viele Eldrasis? Das ist nicht nett, Spiel. Das ist gar nicht nett. Der kommt ins Spiel. Der kommt. Das mal auf den hier. Greifen tun wir natürlich gerade nicht. Nicht so viel Sinn machen. Zimierer der Tipps Reach. Plus 12, plus 12 Temperature. Mehr als nur unfreundlich. Ach, das fährt auch noch Eile. Okay. Ist da was? Nö. Einfach nö. Ich glaube, dieses Duell könnte noch ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, dass irgendwie mal die Qualität sich der Karten verändert hat. Moment. So.
Ja, auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, warum die Karten so angezeigt, nicht scharf angezeigt werden. Das ist echt nicht cool. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass es an meinen falschen Rendereinstellungen liegt, aber ich habe die Rendereinstellungen erneuert und das lag leider nicht daran. Geralfs Meisterschiff, was kannst du eigentlich? Minus 1 für jede Karte auf der Hand. Interessant, dass You Have 7 Cards in Your Hand nicht übersetzt wurde. Wirf 3 Karten ab, bringe Geralfs Meisterschiff aus deinem Friedhof bitte ins Spiel zurück. Das ist natürlich cool. Bringt uns aktuell nicht viel. Wir haben viel zu teure Karten auf der Hand. Das sieht. Ja, wir haben zumindest das Mana. Damit können wir vielleicht was machen. Weil dieses Deck scheint doch recht teuer zu sein. Wenn man überlegt, ne, grausame Wiederbelebung und Jace kosten halt beide 5. Wir haben noch ein paar andere Karten, die 5 oder mehr kosten. Und wirklich viele Diener, die nur 2 kosten oder 1, haben wir nur bedingt gesehen. So, Kryptenknacker. Das nochmal, wenn ich den tappe, 2 zahle und eine Karte abwerfe, kriegen wir einen Zombie-Spielstein. Ja, eigentlich brauchen wir Zombie-Spielsteine. aber. Naja. Mondserdas. Der war cool. So, Liliana, was war nochmal dein Emblem? Emblem mitbringe zu Beginn deines Endsequenz X. 2 schwarze zum Kreaturspielstein, wobei x gleich 2 plus der Erzahl und Zombies ist, die du kontrollierst. Stimmt, das war richtig overpowered. Das heißt, die wirken mir jetzt. So, ich könnte sie jetzt buffen, indem ich ihn opfere, aber das möchte ich gerade eigentlich eher weniger. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Deshalb hoffen wir, dass der Gegner schnellstmöglich mal ein paar Kreaturen spielt. Am besten Kreaturen mit nur einem Lebenspunkt. Du hast nur einen Lebenspunkt. Das ist gut. Daran ausgestoßen auf die Hand, opfere 3 andere Kreaturen und dann wird die transformiert. Aus mit so einer Blutlinie. What? Wenn das Ding transformiert, müssen wir 3 Kreaturen opfern. Holy shit. Das ist nicht freundlich. So, damit spielen wir mal eine Insel. Und. Na, wir bringen einfach den Koloss mal rein. Weil, warum nicht? So, wir machen wieder Schaden. Liliana kriegt hoffentlich dann gleich weitere. Punkte. Wir brauchen noch einen Mana. Du bist kein Mana. Wir können nicht 3 Zombies tappen, weil haben wir nicht. Aber wir können die Fähigkeit mal aktivieren. Die Mondscare, das ist mir leider gerade zu teuer. Außerdem können wir auch ihren Effekt triggern, wenn sie auf dem Friedhof liegt. So. Dann kann er zwar nicht blocken, aber Liliana wird verstärkt. Ich hätte eigentlich erst mit dem noch angreifen sollen. Wobei, dann hätte er auch getappt werden müssen, also musste ich das so machen. Musste ich leider dann doch so machen. Und sonst wird er noch. Der Gegner spielt weiter Mana. Das ist unschön.
schön. Mana, sehr schön. Chase. Dann erstmal möchten wir eine Karte ziehen. Wir möchten immer eine Karte ziehen. Diese Karte möchten wir. Ja, die möchten wir haben. Dann greifen wir einmal mit allen dreien an. Ich weiß, ich hätte noch eine Karte unten ziehen können oder einen Lebenspunkt opfern mit ihm hier. Aber ich möchte lieber gerade Schaden machen. Weil noch. Ja. Noch haben wir ein freies Feld. Und ein freies Feld möchte ich gerne ausnutzen. Krauter Angler. Ja. Okay. Überzeugende Abschreckung. Weiß noch nicht, ob wir das möchten. Wir möchten jetzt als erstes mal eine Karte ziehen. Nehmen wir doch gerne. Spielen sie auch direkt. Moment, was war das bei dir nochmal? Immer wenn ein Zombie ins Spiel kommt, kriegen wir einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturspielstein. Das ist gut. Dann. Kriegt der das? Und wir spielen mal die Abschreckung, um den Gegner einfach wieder auf die Hand zu schicken. Und dann greifen wir wieder an, machen wieder 5 Schaden. Theoretisch können wir auch gleich dann, wenn der Gegner jetzt nur eine Kreatur spielt, haben wir gewonnen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Der Krauter Angler schon wieder. Selbst wenn er noch einen zweiten davon ins Spiel bringt, nützt es ihm halt nichts. Dann haben wir ihn einfach kaputt gemacht. Jawohl. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Denn. Machen wir es mal so. Dann zerstören wir ihn einfach. Wir können zwar keine Karte auf die Hand nehmen, aber das ist uns ja gerade egal. Dann. Greifen wir jetzt mit allem an. Wenn unser Gegner nichts entgegenschmeißen kann, dann ist es vorbei. Auch wunderschön. Na also, es ging doch. War doch jetzt nicht so schwer. Wie Avacyn vor langer Zeit sagte, was nicht zerstört werden kann, wird gebunden. Tami und Nissa vereinen ihre Kräfte, um Emrakul an Innistrads mysteriösen Silbermond zu binden. Nissa zaubert ihre Glyphen direkt in die Oberfläche des Mondes, während Tamios Bandzauber die Titanen in den Mond hineinzieht. Warum auch nicht? Interessant. Mit der Gefangennahme Emrakuls verstreuen sich die verbliebenen Eldrazi schnell in alle Himmelsrichtungen. Erschöpft von dem Preis, den ihr die Verwendung des Kettenschleiers abverlangt, entlässt Liliana ihre Untotenarmee wieder in den ewigen Schlaf. Sie wurde Zeugin der großen Macht der anderen Planeswalker, einer Macht, die möglicherweise groß genug ist, sie vom Fluch des Kettenschleiers zu befreien. Sie schwört den Eid der Wächter und nun wachen 5 Planeswalker gemeinsam über das Multiversum. Und damit haben wir die nächste Kampagne abgeschlossen. Es bleiben noch 2, die Kaladesh-Kampagne und die Aether-Revolt-Kampagne, die ich auch noch nicht gespielt habe, wie ihr sehen könnt. Hier stehen noch plus 150 Gold, die kriegt man halt, wenn man die Kampagne abschließt zum ersten Mal. Aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt nach Kaladesh. Der Planeswalker Dovin Bahn berichtet den Wächtern von der wachsenden Bedrohung auf Kaladesh, Chandras Heimatwelt. Die Erfindermesse, eine geschäftige Ausstellung voller Einfallsreichtum und wundersamer Geschäfte, ist in Gefahr. Das können wir natürlich nicht zulassen. Wir sind schließlich die Wächter.
Selbst aus den Koryphäen auf der Messe sticht Saheli Rai als eine von Kaladesh's brillantesten Erfindern hervor. Stolz präsentiert sie ihre Kunstfertigkeit den andächtig staunenden Zuschauern beim Flinkschmied-Wettkampf, einem Duell, bei dem zwei Erfinder etwas bauen und sich mit diesen Schöpfungen bekämpfen. Okay, wir spielen als Saheli gegen eine Elfenbiotreniker, irgendwie sowas. So, und ja, die Themen von Kaladesh sind Artefakte. Es wird unglaublich viele Artefakte geben und es gibt ein paar neue Neuerungen, die erst ab jetzt ins Spiel kommen, unter anderem Fahrzeuge. Fahrzeuge sind, ja, es sind vom Prinzip her Kreaturen, allerdings keine Kreaturen, die wirklich angreifen können, sondern es sind halt, also es sind keine Kreaturen, es sind Artefakte. So, man braucht Kreaturen, um diese Artefakte zu bemannen und dann mit diesen Artefakten anzugreifen. Das ist, naja. Ihr seht schon, wir zahlen 5 Mana, egal welche Farbe, für einen 6-6er und müssen dann eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren, tappen. Die müssen zusammen dann die Stärke 3, weil es ist Bemannen 3, müssen die Stärke 3 oder mehr haben und dann wird diese Kreatur bis zum Ende des Zuges zu einer Artefakt-Kreatur. Das heißt, man kann auch mit Artefakten theoretisch sogar blocken, wenn wir sie im gegnerischen Zug aktivieren. Ist ganz praktisch. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben 3 Mana, 2 davon kommen getappt ins Spiel, das ist aber nicht so schlimm. Und alles sonst kostet 3 Mana. Das ist okay. Dafür versuchen wir es einfach mal. So, Hochlandsee als erstes. Dann noch eine Hochlandsee, dann eine Insel. Dann können wir entweder den Vorsteher der Gießerei spielen, 2-3 für 3. Oder Topter-Ingenieurin. Eigentlich ist die Topter-Ingenieurin ganz praktisch. Den Lehrling des Erfinders. Nice. Solange wir mindestens ein Artefakt kontrollieren, wird er zu einer 2-3-Kreatur. Das ist ganz nett. Und wir werden gleich Artefakte-Kreatur kontrollieren. Denn, wenn wir jetzt die Topter-Ingenieurin ins Spiel bringen, dafür zahlen wir jetzt ein blaues Mana, dann bringen wir zusätzlich zu ihr einen 1-1 farblosen Topter-Spielstein ins Spiel. Die sind farblos und haben Flugfähigkeit. Und durch ihren Effekt haben alle Artefakt-Kreaturen Eile. Das heißt, wir können mit ihm direkt angreifen und da das ein Artefakt ist, wird er um +1/+1 gebufft. Das heißt, ihr seht schon, diese Decks bauen primär auf Artefakten auf. Aber nicht nur Artefakte, sondern es gibt auch noch eine zusätzliche Ressource, die wir dazu bekommen werden. Wobei ich gar nicht weiß, ob die jetzt schon im ersten Spiel dazu kommen. Glanzband Kunsthandwerker. Ah, okay. Ja, hier haben wir noch ein neues Keyword, Fabrizieren. Fabrizieren heißt, wir legen so viele +1/+1 Marken auf die Kreatur. Oder beschwören so viele 1-1 Spielsteine. Das ist beides ziemlich praktisch. So, Frachtkahn-Bazar. Ist auch wieder ein Fahrzeug. Das können wir aber durchaus mal machen. Dann spielen wir den und dürfen eine Karte ziehen. Und ich ziehe gerne Karten. So, außerdem können wir theoretisch können wir die mal bemannen, dann seht ihr das auch schon mal. Tappen wir die beiden dafür. So, er wird zu einer Artefakt-Kreatur. Der Vorteil ist, durch sie bekommt diese Artefakt-Kreatur Eile. Das heißt, wir können jetzt mit beiden angreifen, mit unseren beiden Artefakt-Kreaturen. Und machen mal ein bisschen mehr Schaden. So, er blockt mit seinem 1-1er. Das ist okay. Dann haben wir zumindest schon mal etwas ausgeschaltet hier. Ich kann zwar nächste Runde nicht blocken. Das bleibt jetzt natürlich auch getappt. Hat ja schließlich keine Wachsamkeit. Aber wir kommen durchaus zurecht. So, du verursachst Trampelschaden und hast Fabrizieren. Das ist natürlich dann irgendwo nicht freundlich.
Und ja, diesmal legt er eine +1/+1 Marke auf ihn. So, dann spielen wir mal die Insel. Wir haben 5 Mana. Ich würde das aber gerne einmal. Wobei, was kannst du? Wenn du ins Spiel kommst, bringst du 2 farblose Tochterspielsteine ins Spiel. Und wir tappen 2 ungetappte Artefakte. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Das ist praktisch. Bringt uns jetzt gerade aber noch nichts. Ich würde die anstürmende Balliste mal gerade gerne spielen. Nur dass, wenn die angreift, verfügt sie einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Das ist natürlich auch praktisch. Ja, wir tappen die beiden. Greifen mit dir an, hoffen, dass der Gegner einmal ein bisschen blocken wird. Wir können übrigens auch theoretisch, man kann eine Kette aus Artefaktkreaturen, also aus Fahrzeugen erstellen. Ne, ich wollte nicht mal angreifen eigentlich. Wenn wir zum Beispiel, es gibt auch Fahrzeuge, die haben einen höheren Bemannenwert oder einen niedrigeren. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine für Bemannen 1 ein 3-3er Fahrzeug hätten, könnten wir dieses Fahrzeug tappen, um zum Beispiel die anstürmende Balliste zu nutzen. Und so können wir dann uns theoretisch eine Chain aufbauen, die ganz praktisch sein kann. So, greifst du an. Würde mich wundern, wenn er nicht an. Wieso greifst du nicht an? Jetzt bin ich verwirrt. Schutzautomat. Wenn der Schutzautomat stirbt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Okay. Oh, mach das. Tu du das. Ich halte dich da nicht von ab. So, ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne noch mal ein bisschen Mana. Wir machen das jetzt einmal so. Bringen den ins Spiel und holen uns noch einen Top-Da-Ingenieur dazu. Und dann würde ich vorschlagen, bemannen wir dich für dich und dich. Und können dann mal noch ein bisschen mehr Schaden zufügen. Wobei wir können auch euch beide noch tappen und richtig viel Schaden anrichten. Das klingt doch nach einem Plan. Ich meine, ja, er könnte jetzt theoretisch die beiden zum Beispiel opfern, um die Balliste zu zerstören. Allerdings bleiben unsere Kreaturen natürlich am Leben. Punkt 1. Er kriegt 3 Lebenspunkte hinzu. Okay, ja, schön. Aber, ja, vor allem opfert er seine Kreaturen. Er könnte auch beide Kreaturen jetzt opfern, um. Hätte auch beide Kreaturen opfern können, um den zu töten. Eine Kreatur opfern. Und hätte den Frachtkahn zerstört. Das wäre auch gegangen. Wir hätten theoretisch dem Frachtkahn mit der Balliste hätten wir dem hier einen Schaden zufügen können. Um sicher zu gehen, dass auch der Frachtkahn beide tötet. Aber brauchen wir nicht. So. Und noch ein Schutzautomat. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Weil wir gleich trotzdem gewonnen haben. Denn wir können zum Beispiel das Konstrukt spielen, wir können dann noch die Wirbelräuberin spielen. So, jetzt bemannen wir die Balliste, tappen dafür das treue Konstrukt, weil das reicht. So, und jetzt aktivieren wir das, tappen. Sagen, die Kreatur kann nicht geblockt werden. Tappen dieses Konstrukt. Artefakt. Und er kann nicht geblockt werden. Das können wir natürlich nochmal machen. Aber, Du nicht. Und
Du nicht. Dann haben wir eine 8er Overkill. Einfach weil wir es können. Machen wir einen 9er Overkill draus. Und damit haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und unser erstes Duell auf Kaladesh gewonnen. Biotronica, genau. So hieß sie. Sehr schön. Da haben wir gewonnen. Tappe 100 Artefakte, die du kontrollierst. Ja, das wird, diese Quest werden wir im Laufe dieser Kampagne und der nächsten auf jeden Fall fertig kriegen. Das Messegelände wimmelt nur so von Besuchern, doch Liliana erblickt eine verhüllte Gestalt, die durch die Hallen schleicht. Sie erkennt ihn sofort und vermutet einen Zusammenhang mit der Gefahr, von der Dovin Bahn gesprochen hat. Schnell alarmiert sie Chandra und kehrt zurück an ihren Posten. Chandra nimmt die Verfolgung auf. Na, ob das so gut ist? Ich glaube, Chandra ist hier immer noch eine gesuchte Verbrecherin. Ja. Sie überwindet mühelos die Verteidigungsvorkehrungen der Stadt und es gelingt ihr schließlich, ihre Beute zu stellen. Liliana hat sich nicht geirrt, was die Identität dieser Person angeht. Es ist Tezzeret, der berüchtigte Metallmagier und Planeswalker. Doch überraschenderweise wird Chandra von Dovin Bahn und seinen massiven Konstrukten gestoppt. Hier auf Kaladesh ist Tezzeret ein hochgeehrter Gast des Konsulats, dessen Schutz er genießt. So, da müssen wir uns also jetzt mit Dovin Bahn messen. Der uns eigentlich hier eingeladen hat. So, und jetzt... jetzt kriegen wir die Energiemarken dazu, die entsprechend, die neue Ressource dieses Spiels. Na, wir behalten die Hand mal. Der Gegner fängt an, das ist ganz gut. Er spielt aber nichts. Na gut, aber wir können unser Gebirge spielen. Und dann den korrosiven Gremlin. Okay, 30 Plagegeister und 3-3er Gremlin mit Eile. Kostet aber immer noch mehr, als wir aktuell haben. Latnu Teufelsbraten. Der war ziemlich uncool, genau. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Kreatur mit Bemann 1. Das ist halt einfach so. Dafür sogar noch fliegend. Und theoretisch kann man aus der mit Bemann 1 kann man dann eine Bemann 2 Kreatur plötzlich triggern und eine Bemann 3 Kreatur und so weiter und so fort. So, feuriger Impuls, was machst du? Fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Möchten wir gerade nicht. Dann Zauberkunst stattdessen 3 Schadenspunkte, brauchen wir aber nicht. Verheerende Flammen. Fügt einer Kreatur unserer Wahl x Schadenspunkte zu. Das war die Superkarte von wegen Zauberkunst. Füge diesen Schaden auch dem gegnerischen Spieler zu. Bringt jetzt natürlich gerade nichts, weil wir null Schaden anrichten würden. Und Zauberkunst haben wir ja auch nicht. Zumindest noch nicht aktiv. Ich würde gleich gerne mal ein bisschen was an Mana ziehen. Damit wir hier dann nicht die ganze Zeit ohne Mana rumrennen. Nicht freundlich. Vor allem, er kann theoretisch halt einfach den Servo jetzt tappen. Genau, macht er auch. Und spielt eben seine Balliste. Aber wir haben ja unseren korrosiven Gremlin. Das Problem ist, der kostet auch 3 Mana, wie ich gerade sehe. Und nicht 2, wie ich vorher gedacht habe. Verdammt. Mit dem Kopf, der kostet 1 und rotes Mana. Nicht 2 und rotes Mana. Dann hätten wir ihn jetzt opfern können und einfach das Ding kaputt machen können. Aber, wir können den feurigen Impuls mal zünden. So, 2 Schaden. Damit ist der Typ schon, zumindest schon mal weg. Und wir haben unsere erste Karte auf dem, also unsere erste Zauberkarte auf dem Friedhof. Er wird den immer weiter tappen, das ist logisch. Weil, warum sollte er es nicht tun? Er braucht nicht seine Angriffskreatur an, mein Gott. Oder eine Stärkekreatur. Sondern, kann jeder Spieler Hellsicht einsetzen. Das ist doch nett. Das machen wir doch gerne. Sehen wir ein Land? Ja, nein. Nein.
Der ist ziemlich cool, aber der bringt uns gerade nichts, weil wir ihn eh nicht beschwören können. Habe ich schon mal gesagt, das nervt. Chandra, dein Deck ist nicht gut. Du hast viel zu wenig Mana scheinbar drin, um deine ganzen Zauber und so zu wirken. Ich meine, wir spielen wieder ein Burn-Deck. Was will ein Burn-Deck ohne Mana? Oh, Bastionsmastodon. Artefakt-Kreatur, das Bastionsmastodon erhält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges, wenn er ein weißes Mana zahlt. Okay, können wir aber auch opfern. Also können wir zerstören, weil es ist eine Artefakt-Kreatur und Artefakt-Kreaturen sind nun mal auch immer noch Artefakte. Demnach ist auch das anfällig für den korrosiven Gremlin. Das Problem ist, dass wir langsam aber sicher viel zu viel Leben verlieren. Ich weiß, ich kann was blocken, aber dann opfere ich nur meine Kreaturen, ohne ihren Effekt zu triggern. Was ist das? Was soll der Scheiß? Ohne Witz. Das ist mehr als nur unfreundlich, kein Mana zu ziehen. So. Muss ich nochmal ganz schnell einen Schnitt machen, aber ihr habt nichts verpasst, außer eine Sekunde vom Ladescreen oder so. Gedeihende Grublinge. Wenn die ins Spiel kommen, erhalten wir zwei Energiekarten und wenn er angreift, können wir zwei Energiemarken zahlen, um ihn zu einer 3-2er-Kreatur bis zum Ende des Zuges. Nee. Um ihm +1/+1 zu geben. Und das hält auch dauerhaft an. Das ist ganz praktisch. Das Problem ist, wir haben schon wieder nur zwei Mana. Ich hoffe einfach mal, wir ziehen noch Mana. Weil die Hand ist halt relativ gut. Das Problem ist, wir haben aktuell noch nichts, was viele oder was dauerhaft Energiekarten erzeugt. Bisher sehen wir immer nur Kreaturen, die, wenn sie ins Spiel kommen, Energiemarken erzeugen. Ja, was war nochmal der zweite Effekt? Für 2 fügt er einen Schadenspunkt und für 2, 4, 6, 8 fügt er 6 Schadenspunkte zu. Aber einem Spieler. Ja, für 2, also einer Kreatur und für 8, 6 Schadenspunkte einem Spieler, okay. So, und hier sehen wir Energiemarken. Sind jetzt nichts Außergewöhnliches, aber der Gebietstreue Gierstunde ist natürlich praktisch. Aber erstmal die Plagegeister hier. So, greifen wir mit beidem an. Ich werde den Effekt nicht aktivieren. Ich möchte nicht bezahlen. Wenn wir es könnten, aber okay, das ist ganz praktisch nachher. Und jetzt, wobei wir haben 4 Mana, das heißt, wir könnten den gut entwandten jetzt wirklich sogar spielen. Ah ne, im Moment können wir nicht, weil er hat ihn zu einem 3-3er gemacht. Verdammt, hab ich ausgetrickst. Na gut, dann den gebietstreuen Gierschlund. Greifen wir mal mit beiden an. Und aktivieren dann jetzt auch den Effekt. Dann kann er ihn opfern, um einen von beiden aufzuhalten. Das tut er sogar. Finde ich gut. Jetzt ist nur seine Kreatur auch wieder los. Jetzt Janjet Wachposten. Wenn er ins Spiel kommt, erhältst du 2 Marken. Tapp ihn und bezahle 2 Marken. Du kannst ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl tappen oder enttappen. Okay, kann ganz praktisch sein. Kann aber auch absolut useless sein. Fassen wir zusammen. So, wir holen den Ätherbrenner Renegat. Dadurch kriegen wir jetzt 4 Energiemarken. Er kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Und dann greifen wir mit den beiden an. Und jetzt werde ich noch angerufen. Einen Moment. So, das wird wieder eine zerstückelte Folge. Aber gut, ich habe gerade erfahren, dass ich heute frei habe. Also,
Mein Gott. Könnte schlimmer sein, ne? So, wir zahlen natürlich jetzt 2, weil dann überlebt er auch. Und du... Ja, du blockst, okay. Damit kann ich leben. So, sieht doch gerade ganz gut aus für uns. Wenn er jetzt nur 2 Kreaturen spielen würde. Verzaubert eine Kreatur, die kann ich angreifen, blocken oder Fahrzeuge bemannen. Ja, hier müssen sie es natürlich jetzt auch mit reinbringen, von wegen, dass man auch keine Fahrzeuge bemannen kann. Denn, wenn man nur sagt, eine Kreatur kann nicht blocken oder angreifen, dann könnte eben diese Kreatur, Kreatur, die verzaubert wurde, trotzdem noch Fahrzeuge bemannen. Was ziemlich cool ist. So, er kriegt nochmal +2 bis zum Ende des Zuges. Er hat leider keine Heile, sonst hätten wir jetzt schon gewonnen. Aber gut, man kann nicht alles haben. So. Sieht gerade schlecht aus für dich, Kumpel. Ganz, ganz schlecht. Spiel auf 2 Kreaturen. Ziehe 2 Karten. Falls du kein Artefakt kontrollierst, wirf eine Karte ab. Tja, doof gelaufen. Das heißt, 2 Karten ziehen, eine Karte abwerfen. Ja, eine Ebene. Okay, hab ich auch gemacht. Das bringt ihm nichts. Damit hat er verloren. Aber sind wir mal lustig. Über ihm und uns mal Schaden zu. Einfach, weil wir es können. So, und... Dann machen wir ihn kaputt. Dass wir da nicht erst sagen können, wir bezahlen oder wir bezahlen nicht. Muss man nicht verstehen. Aber gut. So, ich weiß jetzt leider durch die ganzen Schnitte nicht, wie weit wir schon sind. Aber ich glaube, wir können jetzt gleich Schluss machen. Duvin offenbart, dass es sich bei der Gefahr, hinter der er und die Sicherheitskräfte des Konsulats her waren, um die Anführerin der Renegaten handelt, die die Herrschaft des Konsulats anfechten. Dabei handelt es sich um Pia Nala, Chandras verschollen geglaubte Mutter. Umringt von Konsulatwachen wird Pia verhaftet und weggebracht, während Chandra, in Schockstarre verfallen, nur hilflos zusehen kann. Das ist ja nicht so cool. Aber ich würde sagen, wie gesagt, da ich gerade nicht genau weiß, wie weit diese Folge schon fortgeschritten ist, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass die Qualität wieder ein bisschen besser geworden ist. Ich habe noch ein bisschen was umgestellt. Aber wenn nicht, dann kann ich... Jetzt sind leider wirklich alle meine möglichen Maßnahmen ausgeschöpft. Deshalb, ja, es bleibt nur hoffen und warten. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Trotzdem, wir sehen uns nachher wieder um 15 Uhr zu Magic Duels in der Kaladesh-Kampagne. Bis dahin, ciao, Freunde.